Hallo und herzlich willkommen zur letzten Übertragung vom Callisto-Protokoll. Ich hoffe, es ist die letzte Übertragung. So, links und rechts. Okay. Da ist verschlossen. Könnten wir knacken? Okay. Torsicherung. Okay. Weshalb? Junge, du bist... Hör auf! Ups, Entschuldigung. Da sollst du hin. Puh, du. Schön, dass die Schockeffekte immer noch hier super funktionieren. Ha. Seht ihr? Das war einfach mal eine Niete, der ganze Raum. Und die Ärsche kann ich jetzt auch... Oh, doch. Oh, Zeug her. Gesundheitsgel. Passt, ne? Na gut. So. Mir ist noch immer noch nicht ganz klar, wo ich... Das ist verschlossen. Okay. Dann, probieren wir mal die Sicherung aus. Obwohl ich mit den Sicherungen... Guck mal hier, Atommüll. Super. Ich tippe jetzt einfach mal, dass die Tür jetzt hier offen ist. Na, ist immer noch verschlossen. Hä? Was bringt's mir denn dann? Da kam ich her, ne? Okay. Ich versteh's nicht. Ach, guck mal her. Meine Hypothese ist, dass der Biophage mehr als nur ein Krankheitserreger ist. Eher eine empfindungsfähige Intelligenz, die vielleicht schon länger existiert als unser Universum selbst. Buchstäblich der ultimative Überlebenskünstler. Toll. Uns fehlt aber drei.
Nee, hier kam ich her, ne? Ich hätte gern alle von denen. So, ich guck noch mal da hinten, ob da drei irgendwo rumliegt. Warte mal. Haben die da... Teil 1, Teil 2, Teil 3 fehlt. Der ist mehr. Ja, aber springen kann er ja gar nicht. Der Dude. Ist verschlossen. Ach so. Die Kiste hast gefunden, weißt du, aber... Der Protokoll. Tja. Ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Hier auch nicht. Tja, wieder verpasst. Muss ich den Scheiß wieder spielen, um Trophäe zu kriegen.
Mhm. Hey, ein Zweiköpfiger. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Alles klar, jetzt weiß ich, wofür ich die Energiezelle brauche. Die ergibt ja hier gar keinen Sinn. Torsicherung natürlich. Hier war nichts, ne? Ne, ist verschlossen. Hä? Super. Zurücksetzen. Was will ich denn da zurücksetzen? Alles klar. Okay. Okay. Ist nicht so cool. Nicht cool. Wir haben Licht. Ja. Der Typ ist da drin, ne? Mal gucken. Blut. Jo. War super. Schlimm, da war gerade ein Speicherpunkt. Und dann schleiche ich. Ich wusste nicht, dass sie so laut sind. Ich habe mit dem Zweiköpfigen habe ich gerechnet. Dann habe ich Loot gesehen und dachte mir, Loot. Ist klar, jetzt ist er nicht mehr da. Was ist das denn Scheiß? Schrank. GRP. Ach so. Sind wir gerade durchgekommen. Ah gut, dann gucken wir mal, was im Schrank drin ist. Kann ich nicht. Kein Licht, der Schrank. Ich bin mir sicher, ich brauche die Türsicherung gleich wieder.
Oder auch nicht. Alles klar. Junge! Warum? Und tut denn der sowas? Ach so. Und fällt euch das auf? Ich krieg gefühlt alle paar Sekunden kriege ich einen Speicherpunkt. Das könnt ihr auf Hardcore könnt ihr das vergessen. Speicherpunkte sind der Mangelware. Ja, Kalle, ich glaube, da kannst du gleich noch einen drücken. Wo ist denn die Kackleiche hin? Von gerade. Was ein Arsch, ey. Wo ist meine Lampe hin? Hat die Lampe kaputt gemacht? Stell dir mal vor, hier durch die Suppe in eine Hocke durcheiern. Wer will denn sowas? Was soht denn da? Ach so, genau. Ich kann ja im Nacken kann ich die Ladung absehen, ne?
Warum werde ich denn jetzt hier so mit Speicherpunkten belohnt? Klingt wie er, nur halt bisschen verballert. Kann ich nicht nutzen? Schade. Was heißt denn die blaue Leiste? Ich habe ja nur einen blauen. Achso, jetzt habe ich drei blaue, alles klar. Sicher ist sicher. Ganz schön Insektenbefall hier, du. Und was für eklige Insekten, ne? Seltsam ruhig in den letzten drei Gängen. Ha! Blick mal. Toll. Moment. Ja, Systemfehler. Ich bin mir nicht sicher, gehe ich richtig? Also mal abgesehen davon, dass er im Kreis läuft. Ja, dann gehe ich. Dann gehe ich ja wieder zurück. Bin mir jetzt nicht sicher, weißt du? Normalerweise ist sowas ein Rätsel, weißt du? Dann gehst du halt zurück und dann kommst du weiter, aber hier bin ich mir nicht sicher.
Wir spielen das Spielchen einfach noch ein bisschen mit. Flucht aus diesem Gefängnis vor sich selbst ist nicht möglich. Ist das jetzt neu? Nicht wirklich, oder? Komm, wir gehen mal zurück. Ich kann sie hören. Was zur Hölle ist eben passiert? Ich habe ihr Signal für eine Weile verloren. Aber es scheint, als hätten sie sich durchgekämpft. Da sind einige seltsame Dinge passiert. Dieser Bereich ist voller Instabilität. Sowohl physisch als auch geistig. Seien Sie wachsam und kämpfen Sie weiter. Die sagt immer nur dasselbe. Kämpfen Sie weiter, kämpfen Sie weiter. Ich werd vom Loot her werde ich verwöhnt. Ja gut, dann wieder runter in die Suppe oder wie? Glaub schon, ne? Junge, du siehst doch aus wie ein Drops, der gelutscht werden will. Nee, ne? Okay. Tja. Makelloser Entschlüssler. Der ist wertvoll. Ja, dann.
Jetzt muss ich hier runterspringen. Ich will das gar nicht. Kann ich nicht ranziehen? Ne. Irgendwie nicht. Ja, never come back. So eine Scheiße, weißt du. Und jetzt habe ich gleich keine Moon mehr. Weil das sieht mir doch aus wie eine Arena. I don't think so. Ja, aber Tür ist zu. Du musst, ob du willst oder nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Sie müssen ihn bekämpfen. Okay. Kämpfen Sie, Jacob. Ey. Jo, Jacob. Jetzt habe ich mit dem Superschuss, aber der Superschuss, der tut dem mal gar nichts. Gut. Ist egal. Ich will trotzdem den Superschuss. Nimm. Es gibt keinen anderen Weg. Sie müssen ihn bekämpfen. Kämpfen Sie, Jacob. Ey, bin ausgewichen. Toll! Duck dich doch nicht immer! Junge! Okay, 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 okay. Dieser Roboter, du! Ich frage mich, ob ich den auch... hier mit meinem Greifer packen kann. Egal. Es gibt keinen anderen Weg. Sie müssen ihn bekämpfen. Kämpfen Sie, Jacob. Weg.
Junge! Renn doch! Altes Problem. Junge, renn jetzt bitte! Und ich bin ausgewichen. Puh. Bah. Leck mich an den Arsch. Es gibt keinen anderen Weg. Sie müssen ihn bekämpfen. Kämpfe weiter, Trophäe erhalten. Kämpfen Sie, Jacob. Mechanisch und biologisch. Ja, mechanisch und biologisch. Ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der jetzt Two-Shot weg. Was ist das? Ich verstehe es manchmal nicht. Ne? Auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen hier bei dem dicken Zweiköpfigen, ne? Weil auf Hardcore so viel Munition könnt ihr gar nicht mitschleppen, dass ihr den Arsch platt kriegt. Von daher müsst ihr da mit dem Handschuh arbeiten. Und da ist mir aufgefallen, die Dinger an den Kopf werfen, macht definitiv mehr Schaden. Der fällt schneller um. Das war jetzt komisch. Aber egal. Na gut. Wenn es so klappt, dann klappt es so. Ne? Ja, die Schuhe. Kannst du den jetzt mitnehmen? Danke. Ja, munitionstechnisch sind wir gut davon gekommen. Jetzt beim dritten Versuch. Leck mich am Arsch, ey. Gehen Sie weiter runter. Sie nähern sich der Ladebucht. Ja, das sagst du immer wieder. Inventar voll. Immer sagst du, Inventar ist voll. Nutz das Ding. Nimm mit. Ei! Das ist eine Möglichkeit, weiter nach unten zu kommen. Es fängt ja auch noch gefährlich an mit... instabil, stimmt absolut. Mit Witzen. Mhm. Klar. Zweiköpfigen. Weg ist er.
Aber wir haben hier... TC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Einen schicken Drucker. So. Na toll. Ich bin mir... Weiß auch nicht, ne? Irgendwie kam er... 10? Für 10 kriege ich die Dinger nur? Ne. Für 10 nicht. Obwohl... Was könnte ich denn... Was habe ich denn? Ich habe ordentlich Moon für Aufstandsflinte. Ja, und GP... GRP-Akkusatz habe ich auch eine Menge. So, den haben wir volle Lotte haben wir den gemacht, ne? Hier kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir auch nicht leisten. Ja, scheiß auf die. Also stoppelt mir nur noch mehr das Inventar zu. Den hätte ich gerne, aber da fehlt uns noch was. Automatikpistole war sowas von scheiße. Die war gut, aber... Jetzt einfach nur, um die Kohle rauszuhauen, weiß ich nicht. Vor allem habe ich das alles schon hier mal gekauft gehabt. Das ärgert mich. Wieso? Und 500 kostet mich das. Was ist denn mit dem Stock? Der ist auch nicht mehr auf volle Lotte. Bye. Das ist fies in dem DLC, dass sie mir hier meine ganzen Dinger abnehmen. Na gut. Ich denke, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich bin mal gespannt, wann wir dann zum x-ten Mal gegen den Zweiköpfigen und... Ach, der nervt, der Typ, der nervt. Weil ihr seid One-Hit. Ne? Bei dem Roboter war jetzt gar nicht mal so schlimm. Ne? Der haut zu, aber ihr könnt ausweichen. Ich meine, bei den Dicken könnt ihr auch ausweichen. Aber das ist so bescheuert. Ihr weicht da eigentlich nur permanent aus. Also, ich habe gesehen, in YouTube-Videos hieß es, ja, da weichst du aus, haust du mal aufs Maul, Arschlecken, könnt ihr knicken. Ne? Jedenfalls auf Hardcore konntet ihr knicken. Ne? In der Zeit, wo der mal Pause macht, schafft ihr nicht dem einen auf die... Ach so, ja, genau, ey. Ich hatte doch noch hier so einen Hammerschlag mit dem Knüppel, ne? Wie ging der denn noch? Sag mal. Freie Auswahl. Ja, ja, das war der. Wo ist der Knüppel? Na. Schaltet 9 schweren Angriff. Blockbrecher. Blockschutz. Erhöht den Schaden. Durch Überladen von Energieregulatoren. Na gut, so. Aber an der Stelle ist Feierabend. Es reicht mir für heute. Mein Stresspegel ist hoch genug. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.